Ja, Bri, juckt der Knöchel noch sehr? Hey, was meinst du? Ich gehe davon aus, dass der Knöchel unter dem Gips gleich anfängt zu jucken. Erst kitzelt's ein bisschen und dann kommst du nicht ran. Es funktioniert nicht. Natürlich nicht. Am besten denkst du nicht dran. Obwohl da drin vielleicht eine Wanze sitzt, die sich langsam vorarbeitet und knabbert und juckt und... Kacke, ich hab mich selbst erwischt! Was ist das? Damit wirst du in die örtliche Geschichte eingehen, wie Paul Revere. Die Briten werden bald eintreffen. Wir stellen uns ihnen entgegen und bekämpfen sie bis zum Tode. Ja, ja! Obwohl, einer von uns sollte vielleicht die anderen warnen. Ich meine, dass die Briten gleich kommen. Ich meine, nicht ich. Ich meine, ich will kämpfen. Ich meine, oh, so ein Mist, ich hab das Pferd. Ich meine, wenn irgendjemand anders das übernehmen will. Ich mach's. Niemand? Na schön, ich sorg dafür, dass sich alle an eure Namen erinnern. Es sind ein Haufen Leute zu deiner Blutspendeaktion gekommen. Ja, die Sache läuft wirklich reibungslos. Bis auf diese Mücke, die dauernd versucht, sich reinzuschleichen. Hallo, ich bin die neue Schwester. Los, verschwinde, dieses Blut ist nicht für dich. Oh, ein leerer Reifen mit etwas Wasser drin. Klasse, jetzt bin ich wieder glücklich. Ich möchte Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie heute Blut spenden. Spenden? Ich dachte, wir werden dafür bezahlt. Peter, jeder hier hat jetzt gespendet, außer dir. Das stimmt nicht. Der Typ da hat auch nichts gespendet. Das bist auch du, Peter. Oh, also wenn ich Blut spenden muss, muss er das auch tun. Du, komm hier rein. Loser. Blödes Arschgesicht. Stewie, was ist los? Du solltest längst schlafen. Ich kann nicht einschlafen. Wo ist das Weib? Sie muss mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Sie ist noch bei der Blutspendeaktion. Vielleicht kann ich helfen. Soll ich dieses Buch vorlesen? Es heißt Apathischer George. George war ein neugieriger Affe gewesen. Aber nach einem Monat Gefangenschaft wartete er nur noch auf sein Futter. Die Zoowärter wollten, dass er sich paart, aber das interessiert ihn auch nicht mehr. 20 Jahre und Millionen Dollar von Zooeinnahmen später starb er. Okay, das reicht mir. Gut, ich weiß, was dir beim Einschlafen helfen wird. Warte. Das hoffe ich sehr, denn ich habe schon alles versucht. Schäfchen zählen, Schlafgedanken denken. Ich habe sogar den Sandmann bestellt. Sand und Sand und Sand und Sand und Sand und Sand und gute Nacht! Ich gebe dir ein kleines Schlückchen davon, dann kannst du einschlafen. Was ist das? Hustensaft. Der ist eigentlich nicht für Kinder, aber so ein bisschen ist harmlos. Hm, also das ist das Zeug, von dem Lil Wayne immer wieder fast stirbt? Ach, jetzt bin ich wirklich entspannt. Daran könnte ich mich gewöhnen. Genauso wie ich mich an europäische Windeln gewöhnt hatte. Lasst euch nicht stören. Ich schnapp mir nur einen Käse und ein Vino. Wenn mich jemand sucht, ich liege am Pool neben meiner seltsamen, attraktiven Freundin mit den dunklen Zähnen. Peter, lass den Quatsch. Spende einfach Blut, hol dir deinen Keks und das war's. Mein Keks? Ja, Peter, wir verteilen Kekse an jeden, der spendet. Ich habe schon 2 Hochzeitstorten gefuttert, aber ein Keks geht immer. Also schön, ich mach's. Ach, Peter, du tust eine gute Tat. Danke, Lois, aber versprich mir, dass du mich warnst, bevor sie mich mit der Nadel pieksen. Wir sind bereits fertig.